Willkommen beim Berner Digitaltag 2021, an dem wir uns damit beschäftigen, was die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels sind. Willkommen bei unserem ersten Podium heute Morgen. Es geht um das Thema Kreislaufwirtschaft in einer Smart City. Der Titel ist schon gespickt mit ganz vielen großen Buzzwords, aber wir wollen diese in den nächsten 45 Minuten entmystifizieren, damit jeder weiß, was ist dieses Ding, diese Kreislaufwirtschaft und Smart City. Bei mir dabei sind vier Gäste. Antonia Stalder, sie ist Geschäftsleiterin von ProCircula. ProCircula unterstützt die öffentliche Hand dabei, Kreislaufwirtschaft in ihre Organisation und in Beschaffungsgeschäfte zu integrieren. Auch dabei ist Omar El-Mohib. Er ist Co-Leiter des Wirtschaftsamt Bern und zuständig für den Masterplan Kreislaufwirtschaft der Stadt Bern. Dazu wollen wir nachher natürlich noch mehr hören. Dann haben wir hier Nora Buser vom Impact Hub Bern und Impact Hub Schweiz. Sie ist dort zuständig für Kreislaufwirtschaft und wird uns nachher auch noch etwas mehr dazu erzählen. Und zuletzt Fabian Scherer vom Smart City Verein Bern. Das ist nicht dein einziges Projekt, das du hast, aber sicher das, wofür du heute hier bist, und wirst uns mehr über dieses Thema Smart City berichten. Und als Einstieg in dieses Thema Kreislaufwirtschaft und Smart City wird Nora Buser uns das Ganze etwas näher bringen. Danke, Miriam. Also guten Morgen meinerseits auch. Als erstes die wichtige Frage, warum? Also wieso reden wir heute überhaupt über Smart Cities und Kreislaufwirtschaft hier am Digitaltag? Lass uns von dem Big Picture sozusagen aus dem größeren Kontext anfangen. Wir kennen langsam solche Bilder. Also hier geht es offensichtlich um das Thema Food Waste. Die Schweizer sind eigentlich da Weltbesten oder einmal Weltrekord eingesetzt. Wir produzieren hier in der Schweiz mehr Lebensmittelabfall als kein anderes Land. Und es geht nicht nur um Lebensmittelabfall, es gibt auch verschiedenste Abfallströme, die wir produzieren, dabei wir mehr und mehr konsumieren, mehr und mehr produzieren und dadurch auch dann mehr Abfall verursachen. Wir kennen auch langsam solche Bilder ganz gut. Hier sind die Regenwälder aus Südamerika, die da wegen Überproduktion brennen. Es ist nicht nur ein Problem irgendwo weit im Ausland, sondern auch hier in der Schweiz kennen wir jetzt mittlerweile diese Naturphänomen, die katastrophale Formen einnehmen, sowie die Überschwemmungen diesen Sommer. Um was geht es hier genau? Also es geht um die Ressourcen, die wir in unserem Planeten eigentlich begrenzt haben. Wir kennen auch dieses Bild ganz gut, das hinweist auf diese, auch nicht nur auf die Covid-Situation, wo wir gemerkt haben, wir müssen gewisse Maßnahmen treffen, damit unsere Spitäler nicht überlastet werden. Dasselbe gilt eigentlich für unseren Planeten. Wenn wir mit unseren Ressourcen nachhaltig umgehen wollen, müssen wir schnelle, intelligente und nachhaltige Maßnahmen treffen. Und was könnten diese Maßnahmen dann sein? Also da kommen dann die Smart Cities und die Kreislaufwirtschaft ins Bild. Die Smart Cities, sie zielen eigentlich für eine ressourceneffiziente und zirkuläre Wirtschaft ab. Da geht es um intelligente Lösungen, also es geht um intelligente Verwendung von Daten, Analyse der Daten und diesen Einsatz durch neueste Technologien für energieeffiziente Lösungen, die dann natürlich auch ressourcenschonend sind. Was ist dann eigentlich eine Smart City? Also es gibt leider keine ganz allgemeingültige Definition. Aber es geht immer um die Daten, um die Analyse der Daten und die Nutzung der Daten dafür, dass die Menschen in den Städten sich höhere Lebensqualität erzielen können oder erleben können
und dass die negativen Wirkungen der Stadt in unserer Umwelt minimiert werden oder sogar eine positive Wirkung dann erzielt wird. Also dies kann zum Beispiel in dem Bereich Verkehr passieren, es kann auch in der Stadtplanung, in der Infrastruktur vorgenommen werden oder auch in ganze Lebensmittelsysteme und Agrikultur. Was hat das dann mit der Kreislaufwirtschaft zu tun? Kreislaufwirtschaft bietet nach meiner Meinung ein Konzept, ein gewisses Mindset und gewisse Prinzipien, mittels dessen wir dann diese smarte, intelligente Lösungen in einer Stadt umsetzen können. Kreislaufwirtschaft mag vielleicht ein bisschen kompliziert klingen, ist aber eigentlich nicht so. Es ist ein sehr natürliches Konzept. Hier auf dem Bild sehen wir diesen schönen Wald. Und in diesem Wald wachsen unterschiedliche Pflanzen und Tiere. Sie werden geboren, sie ernähren sich voneinander und dann irgendwann sterben sie. Und auch an ihrem Lebensende werden sie dann ein Teil vom Boden und von diesem Boden können sich dann neue Pflanzen und Tiere sich wieder ernähren. Das ist Kreislauf in einem Ökosystem wie in einer Stadt. Selbstverständlich wird es ein bisschen komplizierter, wenn wir das in unserer modernen Gesellschaft anschauen. Aber es ist irgendwo, bietet die Kreislaufwirtschaft eine Alternative zu unserer heutigen Wegwerfgesellschaft, wo wir einfach eine Ressource nehmen, wir machen etwas daraus, wir produzieren ein Produkt, wir verkaufen es und wir verwenden es einmal und werfen einfach weg. Das ist so diese lineare Wirtschaft, in der wir heutzutage leben. Ein schönes Bild von der Webseite oder auch der Bericht von Smart Cities und Digitalisierung eigentlich. Da zeigt es sich ganz schön, wie kann man dann in der Kreislaufwirtschaft die Loops sozusagen schließen, also die Kreisläufe schließen. Da geht es grundsätzlich darum, dass wir die Ressourcen möglichst lange in den Kreisläufen behalten und möglichst effizient einsetzen. Das kann im einfachsten Form heißen, dass wir ein Produkt einfach zweimal verwenden oder wir reparieren es, wenn es kaputt geht oder dann, wenn es komplett kaputt ist und man kann es nicht mehr reparieren, wir nehmen diesen Rohstoff, die Materialien und produzieren etwas Neues daraus. Und wie sieht dann diese schöne Konzept oder die zwei schönen Konzepte in der Praxis aus? Also es gibt eigentlich schon ganz viele Beispiele von Smart Cities weltweit, zum Beispiel Amsterdam, Kopenhagen, Oslo oder Singapur haben schon viele Lösungen umgesetzt und in die Praxis eingenommen. Hier auf diesem Bild geht es offensichtlich um die Verkehr, es geht um intelligente Transportmittel und Lösungen, wo zum Beispiel wieder neue Buzzwords, so wie E-Mobility, also elektrifizierte Fahrzeuge, automatisierte Fahrzeuge, und wenn es darum geht, oder dann auch um so zukunftsorientierte Lösungen wie diese Drohne auf dem Bild, das nicht nur für Warenverkehr, sondern auch für Personenverkehr dann eingesetzt werden kann. Und was ist hier das Ziel? Das Ziel ist, dass man die Verkehrsmittel möglichst energieeffizient einsetzt oder organisiert und dann dabei auch das Ziel hat, dass es ohne Emissionen möglich wäre, in einer ganzen Stadt diesen Verkehr zu gestalten. Hier auf diesem schönen, wieder grünen Bild geht es um die Infrastruktur offensichtlich und Stadtplanung. Da kann man auch vieles machen. Es gibt schon viele Beispiele von intelligenten, energieeffizienten Gebäuden, die wirklich aus nachhaltigen Materialien entstehen und Energie produzieren. Also da geht es nicht nur um die negative Wirkungen zu minimieren, sondern man kann sogar eine energiepositive Gebäude heutzutage bauen. Das heißt, dass diese Gebäude produziert mehr Energie, als es verbraucht. Genau. Auch aus der Schweiz gibt es ein paar visionäre Beispiele. Hier geht es um ein Familienunternehmen, Eberhard.
Sie haben eine Vision entwickelt, das heißt Urban Mining, also wieder so ein schönes Buzzword. Aber da geht es nicht, wieder nicht um etwas ganz Kompliziertes, sondern es geht darum, wenn ein Gebäude zum Beispiel abgerissen wird, dann gibt es ja alle diese Rohstoffe aus dem Gebäude, die kann man nochmals verwerten und verwenden, um neue Gebäude aufzubauen. In einer idealen Form würde das heißen, dass man könnte den Kreislauf komplett schließen, also nur die Materialien, die wir schon in der Stadt haben, verwenden. Das heißt, man müsste gar nicht externe Materialien noch in das System einführen. Das kann man auch im kleineren Kontext machen. Man muss es nicht immer gerade für die ganze Stadt umsetzen. In diesem Beispiel verwenden, das geht um ID Genève, sie sind eine Armbanduhrmarke aus Genf. Sie verwenden Abfallströme, Nebenströme sozusagen aus der Weinlese zum Beispiel, um ihre Uhren Band zu produzieren. Also man kann auch die Abfallnebenströme von einer Industrie zu einer anderen Industrie einsetzen. Natürlich gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wenn wir das lokale Lebensmittelsystem anschauen. Es muss auch nicht unbedingt immer so kompliziert sein. Man kann sogar schon viel bewirken, wenn man das Brot von gestern nimmt und nicht immer einfach sofort wegwirft, so wie das Beispiel aus Bern, Essbar, uns zeigt. Oder man kann einen Schritt weitergehen und diese Brotreste sogar nochmals verwerten. Grom ist ein junges Schweizer Start-up. Und sie verwenden die Nebenströme aus der Getreideindustrie, um einen bioabbaubaren Schaum zu produzieren. Genau, jetzt haben wir ganz viele Beispiele gesehen. Also es ist möglich, es gibt schon bestehende Lösungen. Vielleicht nicht so einfach, sofort einfach alles umzusetzen, aber wo könnte man denn eigentlich anfangen? Es gibt keinen anderen Weg, als miteinander zu reden. Also das ist immer der Startpunkt für mich. Man muss in einen Dialog, in einen offenen Dialog miteinander gehen, die Stadtbewohner, die lokalen Behörden und die Unternehmen in einer Stadt müssen miteinander reden. Wir müssen die Perspektive voneinander verstehen, wir müssen verstehen, wo das Potenzial liegt, wo liegen die Herausforderungen. Und dann brauchen wir natürlich Daten, wenn wir gerade um die intelligenten Lösungen reden und wir brauchen den Zugang zu den Daten. Und dann, wenn wir schon im Dialog sind, müssen wir aber natürlich daran denken, was sind unsere Ziele? Also was wollen wir jetzt genau eigentlich hier in Bern erreichen? Und dabei ist auch wichtig zu überlegen, hey, welche Wirkung wollen wir auf die Menschen hier in der Stadt, auf die Umwelt und auch auf unsere Wirtschaft zu haben. Wenn wir dann mal klar sind damit, was sind die Ziele, was sind die Herausforderungen, können wir natürlich anfangen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Also bei uns im Impact Hub machen wir, wir nennen das Open Innovation, also offene Innovationsprozesse. Dabei kann man gemeinsam mit verschiedenen Akteuren relativ schnell durch strukturierte Innovationsprozesse zu umsetzbaren Lösungen kommen. Danke. Merci vielmal, Nora. Vielleicht gerade noch eine Anschlussfrage. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, das ist ja nah beieinander, aber was ist für dich der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Ich würde nicht unbedingt über einen Unterschied reden. Ich sehe Kreislaufwirtschaft eher als ein Mindset und auch gewisse Prinzipien, die nützlich sind. Zum Beispiel, hey, wir probieren die Ressourcen so lange wie möglich in den Kreislauf zu behalten. Und das führt zu einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Also ich sehe Kreislaufwirtschaft mehr als wie ein Toolbox, Methodik und Mindset. Wie könnten wir nachhaltiger werden? Mhm. Aber es ist natürlich nicht so eine allmächtige Lösung. Man muss immer ein bisschen kritisch bleiben und überlegen, was ist jetzt wirklich nachhaltig. Also eng verwandt, aber nicht das Gleiche. Ja,
Super. Definitiv. Und Fabian, du bist ja vom Smart City Verein Bern und wir haben von Nora schon ein paar Beispiele gehört, zum Beispiel wie smarter Verkehr aussieht mit den Drohnen. Was heißt für dich Smart City? Wie würdest du das jetzt deinen Eltern, Großeltern erklären, ohne die großen Worte? Ja, wir haben vor, von dem exzellenten Vortrag von Nora, vielen Dank für das, vieles schon gehört. Man muss, wenn man es den Großeltern erklären will, sicher dann in Beispielen sprechen. Aber ich glaube, was uns ganz wichtig ist, ist, dass eben die nachhaltige Entwicklung zuvorderst steht. Also es ist immer ein Mittel zum Zweck. Also bei Kreislaufwirtschaft haben wir es auch ein bisschen gehört. Und das ist in der Stadt Bern insbesondere auch so und auch in unserem Verein ist es ganz klar, so definiert Smart City, es ist ein Mittel, um die nachhaltige Entwicklung, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung eben in allen Dimensionen, da vielleicht auch noch eine Bemerkung zur Kreislaufwirtschaft, dort steht so ein bisschen das Materielle im Vordergrund, Nachhaltigkeit und auch Smart City geht darüber hinaus. Es geht auch um Themen wie Inklusion, es geht um soziale Nachhaltigkeit, es geht um wirtschaftliche Nachhaltigkeit im weitesten Sinne, nicht nur im materialistischen. Das steht da voran. Und das Smart, ich persönlich bevorzuge, ja, es ist halt sehr ein breiter Begriff, aber wirklich im Sinne von intelligent, oder was heißt eine Stadt intelligent zu gestalten? Und eben vorangestellt ist dem schon im Sinne der Nachhaltigkeit, aber im Konkreten heißt dann, das ist es eher eine technologiebejahende Haltung natürlich und zu sagen, hey, wir die Entwicklungen, die sowieso kommen, oder Digitalisierung, also seit Jahrzehnten im Begriff oder im Gang, die müssen wir eben aufs Lokale übersetzen und überlegen, was ist genau für Bern jetzt die smarte Anwendung und uns nicht einfach nur überrollen lassen, weil die meisten dieser Entwicklungen kommen dann sowieso, sondern es geht eigentlich ums aktive Gestalten, also nur die Stadt, die aktiv gestaltet, kann auch smart sein, oder? Sie muss selber denken. Und so würde ich es ein bisschen meinen Großeltern, denke ich, erklären. Ja. Sehr schön. Jetzt eigentlich wollte ich dich ja fragen, wie smart ist Bern? Aber frischer Presse heute Morgen konnten wir ja lesen, Bern hat den bürgerfreundlichsten digitalen Schalter. Hat dich das überrascht, oder? Vielleicht ja, nein. Also meine Einschätzung zu Bern, also ich meine, schlussendlich ist das ein extrem breites Thema, wie wir schon vorgehört haben. Also man kann da auch nicht alles messen, kennen und so weiter. Aber ich denke, Bern hat wie so Stärken und Schwächen, oder? Mhm. Ich glaube, die Bereitstellung von Daten, die Nutzung von Daten und das Zusammenspiel mit einer Kreislaufwirtschaft, einer smarten Wirtschaft, da ist einiges passiert, aber da gibt es immer noch sehr viel Potenzial. Aus unserer Einschätzung, das war auch einer der zentralen Motivatoren, diesen Verein zu gründen, gibt es genau da sehr viel Potenzial. Also wenn jetzt Zug und Zürich, Finanzwirtschaft und Crypto Valley sind, dann Bern vielleicht zur Hauptstadt der Kreislaufwirtschaft der Schweiz werden, oder? Und ich glaube, da haben wir sehr gute Potenziale. Einerseits in der Bevölkerung, ich glaube, wir haben eine sehr affine Bevölkerung, auch engagiert, selbstinitiativ, selbstorganisiert im besten Sinne. Sie glauben, vielleicht ist jetzt Bern nicht der Ort, wo jetzt riesige skalierbare Ideen dann entstehen, aber das muss eben genau auch nicht sein. Also wir können genau die Berner Version von Smart City eben finden und da kann ich vielleicht eine Anekdote erzählen. Wir machen vom Smart City Verein zum Teil auch Austauschveranstaltungen mit anderen Städten und so weiter. Das ist so ein bisschen der Vorteil als Hauptstadt, oder? Und wenn man jetzt Leute hier einlädt, die eben sich mit Smart City-Themen auseinandersetzen, dann im Erlebnis, wenn sie hinkommen, sagen sie, ja, vieles ist ja hier schon ganz gut, oder? Also ich glaube, das ist auch so etwas typisch Bernerisches, ein bisschen die Einstellung, aber es hat auch was Wahres. Also ich glaube, gerade auf der Ebene Lebensqualität und so weiter, da müssen wir nicht allzu radikale Wendungen machen, sondern ich glaube, wir können mehr im Thema Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft, deshalb sind wir hier auch heute hier, vieles bewirken. Ich glaube, da gibt es auch noch einiges an Raum nach oben. Sehr schön. Merci, Fabian. Die Berner Version von Smart City, das ist eigentlich gerade meine perfekte Überleitung zu dir, Omar. Du bist ja selbst von der Stadt Bern und ich als Bürgerin, woran merke ich, dass Bern smart ist? Wie bekomme ich das mit? Was habe ich eigentlich davon?
Also für mich als Bürger von Stadt Bern merke ich, ob Bern smart ist, wenn ich quasi auf Angebot zurückgreifen oder kann zurückgreifen, wo man einfach gesagt, das Leben vereinfachen. Und dabei ressourcenschonend sein, effizient sein. Und da muss man vielleicht unterscheiden zwischen einer individuellen Ebene und einer übergeordneten systemischen Ebene. Auf einer individuellen Ebene denke ich da beispielsweise an einen Zuzug. Ich ziehe auf Bern, ich ziehe nicht weg von Bern, ich ziehe auf Bern. Und früher musste ich physisch vor Ort im entsprechenden Amt vorbeigehen. Heute kann ich das online bequem von daheim aus machen, papierlos, rund um die Uhr. Bin nicht an Bürozeiten gebunden. Und das ist für mich eigentlich eine smarte Lösung. Es vereinfacht mir das Leben. Mhm. Die übergeordnete Ebene, die ist für mich als Bürger vielleicht weniger sichtbar. Und gleich ist sie extrem wichtig. Ich denke da auch hier wieder ein Beispiel: Glascontainer, die mit Sensoren ausgestattet werden, für dass sie übermitteln können, wenn das der Container voll ist und geleert muss werden. Das vermeidet Leertransporte. Und das bekomme ich nicht direkt mit. Was ich mitbekomme, ist, dass ich einfach meine Flaschen in einen Container schiessen kann und dann nicht überfüllt ist. Und oder Blaulichtorganisationen, wo die Zeit ein Faktor ist. Mittlerweile ist es das so, dass die durch die Vernetzung und die Technologie mitbekommen, wo das es auf der Route Baustellen hat. Und dementsprechend kann man die Route anpassen. Und das bekomme ich als Bürger nicht direkt mit, ausser ich bin jetzt eben hier in diesem Fall direkt betroffen. Es muss letztendlich irgendwie wie greifbar sein und mir das Leben vereinfachen. So bekomme ich mit, ob Bern nachher eben smart ist und smarte Lösungen anbietet oder eben auch nicht. Super, das heisst, wenn ich vom Velo falle, findet mich der Notarzt schneller, dank dem smarten Bern. Genau. Und jetzt soll ja Bern nicht nur smart sein, sondern auch zirkulär. Und wir haben ja anfangs schon gehört, du bist zuständig für den Masterplan Kreislaufwirtschaft. Da möchte ich natürlich wissen, was steht in dem Masterplan? Also dort möchte ich vielleicht auch anknüpfen an die Präsentation von Nora. Wir haben ja gesehen, den Zusammenhang zwischen Kreislaufwirtschaft und Smart City. Für mich begünstigt eine Kreislaufwirtschaft, eine Smart City, beziehungsweise ist eigentlich ein Bestandteil von einer Smart City. Und die Politik hat das erkannt, hat dort auch die Herausforderungen und die Chancen erkannt. Das Stadtparlament hat einen entsprechenden Vorstoss als erheblich erklärt, der verlangt, dass so ein Masterplan Kreislaufwirtschaft erarbeitet wird, also ein übergeordneter Plan, der die Stadt Bern nachher in Richtung Kreislaufwirtschaft bewegen soll. Auch die Regierung, also der Gemeinderat, hat dort gepusht und nachgedoppelt. Jetzt gerade im Sommer hat er nämlich die Rahmenstrategie nachhaltige Entwicklung für die Stadt Bern verabschiedet. Und dort drin ist so ein Masterplan Kreislaufwirtschaft als wichtiges Instrument für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung von Bern bezeichnet worden. Jetzt hat man im 2018 eine Studie durchgeführt, um das Entwicklungspotenzial zu identifizieren von Stadt Bern, für eben in eine kreislauffähigere Richtung sich zu bewegen. Und dort sind wieder drei Schlüsselbereiche identifiziert worden: Abfallmanagement und Recycling, Ernährung und Food Waste und Immobilienmanagement und öffentliches Beschaffungswesen. Das sind die drei Bereiche. Und wir haben jetzt einfach die Absicht, dass wir uns auf diese drei Schlüsselbereiche fokussieren, dass wir vor der eigenen Haustür anfangen und mal bei der Stadtverwaltung anfangen und dort den Hebel ansetzen, dort, wo wir einen grossen Hebel haben, in genau diesen drei Bereichen. Jetzt in der ersten Phase werden
griffige Pilotprojekte entwickeln, aber eben nicht nur entwickeln, sondern auch umsetzen. Also es ist mir wichtig, dass das nicht ein Staubfänger wird, sondern dass wir dort wirklich konkrete Erfahrungen und Nutzen davon ziehen. Und wenn die Pilotprojekte umgesetzt sind, mit der Kenntnis verwenden, die guten Erfahrungen nehmen und versuchen zu skalieren, einem breiteren Publikum zu übertragen. Das ist eigentlich der Plan mit dem Masterplan Kreislaufwirtschaft. Ja, du hast gesagt, eben ist einer der drei wichtigen Punkte ist die öffentliche Beschaffung. Und das ist eigentlich perfekte Überleitung zu Antonia. Antonia, bei ProCircula hilft dir ja genau der öffentlichen Beschaffung, mehr Kreislaufwirtschaft mit hereinzubringen, zirkulärer zu werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da? Ja, die einfache Antwort wäre vielleicht, ein Markt braucht ohne Nachfrage, nicht nur ein Angebot. Die kompliziertere ist vielleicht, die Kreislaufwirtschaft noch mal ein bisschen aufzumachen. Wenn wir ein Produkt herstellen, stecken wir ja immer mehr Ressourcen drin. Arbeitszeit, Material, Energie, bis das hergestellt ist. Und darum, wenn ich möglichst viel Wert erhalten möchte, dann probiere ich das Produkt so zu nutzen, wie es da steht. Also eben Passwords, Reuse, Redistribute. Wir brauchen es noch einmal an einem anderen Ort, aber zum gleichen Zweck, zur gleichen Funktion. Und je weniger dass ich das Produkt zerlege, desto mehr Energie bleibt noch drin. Wenn jetzt aber jemand ein Produkt herstellt, dann muss er das schon mitdenken. Vielleicht muss er sein Produkt auffrischbar machen, modular, flexibel. Und das ist eine rechte Investition auf Anbieterseite. Das ja, kann man nicht leugnen. Der muss sich das neu überlegen, er muss in seine Wertschöpfungskette hineingehen, er muss investieren drin. Und wenn er so eine Investition machen muss, hilft es natürlich, wenn er weiss, das wird auch mal nachgefragt werden. Und bei ProCircula sagen wir jetzt genau das möchten wir machen. Wir helfen öffentlichen Hang dabei, das nachzufragen, solche Produkte, solche Lösungen zu fordern, weil häufig eben auch das Businessmodell sich näher anpasst daran. Und wenn das die öffentliche Hand mit einer recht starken Nachfrage macht, fordert, dann wird sich der Markt dorthin entwickeln. Mhm. Und ganz konkret gehen wir nachher zum Beispiel zu Ämtern, zu Städten, zu Kantonen vorbei und fragen eigentlich, ob sie bei der nächsten Ausschreibung so Kreislaufaspekt möchten integrieren. Und wenn sie ja sagen, helfen wir ihnen, das auszuformulieren. In konkrete Kriterien beispielsweise. Und was siehst du da? Wo stehen da die öffentlichen Verwaltungen heute? Ist das schon mega umgesetzt? Gibt es da Vorreiter oder sind wir da noch ganz am Anfang? Ja, da steckt man sicher noch in den Kinderschuhen. Das ist wie fast immer, bis man ein grosses Konzept durchdrungen hat und merkt, es ist gar nicht so gespenstisch. Nora hat das auch zwei, drei Mal erwähnt. Das klingt sehr kompliziert, aber wenn man dann mal anfängt, ist es eigentlich anwendbar. Es gibt aber erste gute Beispiele. Wir haben zum Beispiel beim Kanton Zürich Agilis ein neues Projekt, das ganz konkret Beschaffungskriterien auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft auslegt. Wir haben zum Beispiel das Amt für Umwelt und Energie bei Basel-Stadt, das den Umzug in ein neues Gebäude hat kombiniert mit einer Wiedereinsatzstrategie für ihre Möbel. Da haben wir von ProCircula begleiten und auch dazu beitragen, dass möglichst viele Möbel entweder aufgefrischt oder wieder verwendet werden. Es gibt auch die bundesnahen Beispiele, SBB, weiss der Fabian auch, oder Post, die sich jetzt wirklich zuerst mal reingetrauen und sagen, hey, das haben wir erkannt, das ist eine Business-Strategie. Und das ist es eben wirklich auch, um unsere Ressourcen länger und effizienter zu nutzen. Und die fangen auch mit sehr guten Projekten an. Aber ja, es ist in dem Sinn Kinderschuhe-Anfang, es ist voneinander lernen, vernetzen. Darum sagen wir auch, ProCircula ist ein Kompetenzzentrum und nicht einfach schlichte Beratungsfirma. Wir wollen das, was wir erarbeiten und lernen, auch teilen, damit es möglichst schnell repliziert wird. Merci, Antonia. Jetzt kommen wir von den ganz Großen, von der Verwaltung, wieder so ein bisschen mehr zu den ganz Kleinen, den Startups. Nora, beim Impact Hub arbeitet ja viel mit Startups, unterstützt auch junge Unternehmer, Unternehmerinnen dabei, kreislaufwirtschaftsfähige Produkte und Ideen umzusetzen. Was braucht es, um solche Unternehmen zu fördern? Also sie brauchen natürlich auch das, was die alle Startups brauchen. Das ist eines, also sie brauchen richtiges Personal, Expertise, Geld und so weiter. Aber sie brauchen dann auch etwas anderes. Sie brauchen viel Sensibilisierung. Also die Leute müssen wissen, was ist eben Kreislaufwirtschaft, was sind die Vorteile, dass man kann auch ein wirtschaftliches Startup gründen auf der Basis von der Kreislaufwirtschaft. Was auch noch besonders ist, sie brauchen recht viel Austausch. Also sie müssen miteinander wieder reden, sie müssen recht innovativ denken
und in Kontakt eben vielleicht mit den Behörden, mit größeren Unternehmen kommen, damit sie ihre Lösungen umsetzen können, weil es braucht immer eine Kollaboration in der Kreislaufwirtschaft. Und sie brauchen natürlich sehr, sehr viel Mut, weil viele von ihren Lösungen sie sind einfach komplett neu. Es kann niemand sagen, hey, es wurde schon geprüft, es wurde schon mal probiert, mach es einfach, sondern sie müssen einfach irgendwas probieren, was noch nicht existiert. Das braucht sehr viel Mut. Und dazu brauchen wir natürlich viele positive Rollenbilder, also gute Beispiele, wie hat man die Kreislaufwirtschaft umgesetzt in Unternehmenskontext. Und dann können wir noch mehr spannende, innovative Startups finden. Das heißt, wir können sagen, die Startups und die Unternehmen, die heute in der Kreislaufwirtschaft unterwegs sind, das sind ein bisschen Vorreiter in unserer Zeit. Definitiv, definitiv. Also es gibt wirklich Beispiele. Wenn ich die Beispiele zeige, das glaubt fast niemand, dass es existiert. Also es sind solche Lösungen, die man noch nicht gar nicht so richtig sich vorstellen kann. Ja, Fabian, genau das ist ja das, was digitaler Wandel heißt und auch das, was wir ein bisschen diskutiert haben, was Smart heißt. Wo siehst du da die Chancen drin, diese Vorreiter, diesen digitalen Sprung und diese Nachhaltigkeit, die Kreislaufwirtschaft zu verbinden? Genau, ich würde da zwei Aspekte herausnehmen. Einerseits eben, dass es aus dem Zusammenspiel entstehen muss. Oder Kreislaufwirtschaft hat es ja schon, also ein Kreis schließt ja viele Leute ein, hat es ja schon im Begriff auch drin. Nora hat es auch in der Präsentation gut gezeigt. Auch diese Runde hier steht ein bisschen was alles zusammenspielen muss. Oder? Also wir haben die Stadtverwaltung hier, wir haben sozusagen Nora als Vertreterin der Startups oder der Wirtschaft hier. Ja, wir haben auch das verbindende Element sozusagen, wenn ich darf, ProZirkular, also als Nachhaltigkeitsexperten-Pool dabei und der Smart City Verein. Der nimmt genau eine solche Rolle auch ein, eben die verschiedenen Akteure zusammenzubringen. Und das klingt vielleicht trivial, muss man doch immer machen und so weiter, ist es aber nicht, oder? Und es ist genau das, dass bei solchen Themen oder Umweltthemen oder Nachhaltigkeitsthemen generell können nur im Verständnis ihrer Abhängigkeiten angegangen werden. Und ich glaube, das ist da die Chance. Ja. Und eben der digitale Aspekt ist dann ein Mittel zum Zweck, oder? Es ist nicht der Selbstzweck, oder? Also man kennt das auch so aus der Innovationssprache, oder? Es gibt eine Tendenz, eine Lösung zu haben und dann ein Problem zu suchen, oder? Also so ist es nicht. Also das Digitale oder wenn man so will, das Smarte an sich ist dann kein Selbstzweck, sondern es ist ein Mittel zum Zweck. Und man muss sich ganz klar sein, welche Ziele man damit verfolgt, oder? Und gleichzeitig, das ist vielleicht das, was im Hintergrund die Leute sich ja fragen, ja, wieso ist man so auf so allgemeinen Themen unterwegs, oder? Also, wieso braucht es Smart City als allgemeines Thema oder auch Kreislaufwirtschaft, weil Kreislaufwirtschaft umfasst ganz viele Aspekte von nachhaltigen Ideen oder nachhaltigen Geschäftsmodellen, die schon seit Jahrzehnten gemacht werden, oder? Also smarte Gebäude, Recycling, Reuse, das sind alles keine neuen Konzepte, aber das ist genau das Gute daran, oder? Und deshalb, glaube ich, kommen auch Leute, die sich lange mit diesen Themen auseinandersetzen, immer wieder an den Punkt, weil es das umfassende Konzept ist, oder? Mhm. Also wenn man so ein bisschen fragt, für die ökologischen Herausforderungen, die wir haben, was ist so die Lösung, da kann man sagen, das ist eben die Kreislaufwirtschaft, oder? Weil sie das alles umfasst. Und bei Smart City kann man sagen, ja, es geht eben um die smarte Stadtentwicklung und alle Kräfte oder die Koalition der Willigen, wenn man so will, die das unterstützen wollen, die können sich ein bisschen unter diesem Schirm zusammentun und eben neue Lösungen entwickeln. Und vielleicht da noch eine Bemerkung, der Smart City Verein möchte helfen und wir arbeiten da ganz eng zusammen mit der Stadt, ganz gezielt, genau eine solche Plattform zu sein und eben mehr solche Initiativen zu ermöglichen in Bern. Oder? Also wir setzen uns wirklich für das Lokale und das hier ein. Jetzt eine Plattform ist das eine, vielleicht Vorgaben, so rechtliche Vorgaben sind das andere. Antonia, wie siehst du das, was braucht es mehr Vorgaben, damit Kreislaufwirtschaft vorwärts kommt in der Schweiz? Oder was braucht es? Es ist sicher nicht verkehrt, von beidem etwas zu brauchen.
Vorgaben helfen können. In der EU ist man da ein bisschen weiter, was man bereits vorschreibt. Weil ich möchte ein bisschen Spielverderberin spielen. Bis jetzt finde ich, tönt unsere Runde ein bisschen weh. Jetzt haben wir uns ein bisschen die Legitimation geschaffen, um einfach weiterzumachen in unserem Wohlstand, in unserem Ressourcenverbrauch. Wir schliessen ja die Kreisläufe, also ist alles okay. Und so ist es meiner Meinung nach halt schon nicht. Wir haben immer noch die planetaren Grenzen, wir haben immer noch einen Lebensstandard, der die massiv überschießt. Und die Kreislaufwirtschaft ist einfach ein Hebel oder ein Werkzeug dazu, um unsere Wirtschaft wieder innerhalb dieser Grenzen stattzufinden. Und das finde ich sehr wichtig, wenn man natürlich nutzt, was wir schon, rausgenommen haben, aus der Atmosphäre, aus der Biosphäre, aus der technischen Sphäre, dann ist es logischerweise, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen und darum wieder zurückkommen innerhalb dieser Grenzen. Aber von selber ist der Mensch halt schon nicht unbedingt ganz verzichtsbereit, um ein bisschen mehr Suffizienz hineinzubekommen oder gewisse Produktionsarten oder auch Produkte vielleicht mal zu untersagen, die einfach diesen Logiken überhaupt nicht entspricht, finde ich halt wahrscheinlich trotzdem nötig. Darum gewisse Vorgaben ja, können definitiv helfen. Es geht auch ganz grosse Anreize in Richtung, ja, was unterliegt einer Mehrwertsteuer, wenn wir vielleicht Arbeit wieder etwas günstiger werden, damit wir besser reparieren oder eben aufbereiten, damit sich das lohnt im Vergleich zu einer neuen Produktion. Und da sind wir so bei Punkten, ist Ressourcen oder Arbeit besteuert und wie hoch. Und das sind, ja, das sind sicher Sachen, die auch in eine Regelung einfließen müssen. Das heisst, du willst sagen, Kreislaufwirtschaft, das ist so ein bisschen, es klingt nach das Fäufi und das Weckli, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es ist ein bisschen vom Fäufi und ein bisschen vom Weckli, genau. Ja. Super. Ja, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, Urmach, und eigentlich die ist perfekt für dich. Und zwar, Roland will wissen, kann eine Kreislaufwirtschaft nur innerhalb der Stadtgrenzen funktionieren oder müsste dafür nicht mehr Kooperation über Stadtgrenzen hinweg ermöglicht werden? Oh, ganz klar. Also eine Wirtschaft hält sich auch nicht unbedingt einfach nur an eine Stadtgrenze. Es wäre schön oder ist sicher anzustreben, dass eben so eine Kreislaufwirtschaft über die Stadtgrenzen, über die Kantonsgrenzen, über die nationale Grenze rausgeht. Ich denke einfach, was wichtig ist, ist, dass man aber im Rahmen von seinen Möglichkeiten arbeitet. Und jetzt mit dem Masterplan Kreislaufwirtschaft wird der Fokus zuerst einmal auf das gelegt, was wir beeinflussen können, innerhalb der Stadtgrenzen. Mit aber auch der Hoffnung, dass man das nachher eben deskalieren und kann übertragen kann. Und ich möchte gleich auch noch mal den Faden aufnehmen, was jetzt vorher in der Runde diskutiert wurde. Man muss sich schon bewusst sein, Kreislaufwirtschaft, also, das bedingt einen Transformationsprozess. Das ist nicht etwas, das ein Akteur allein von oben verordnen kann. Dass jetzt beispielsweise die öffentliche Hand, der Staat kommt und vorschreibt von einem Tag auf den anderen, was das zu machen ist, für dass wir nachher in einer kreislauffähigen Wirtschaft uns befinden. Also da hat jeder Akteur, jede Akteurin hat einen Beitrag zu leisten und wie soll ich sagen, einen Sinneswandel zu vollziehen, für das es funktionieren kann und für das es eben dann nicht nur im eigenen Garten funktioniert, sondern hoffentlich eben darüber hinaus. Mhm. Super. Und Omar, jetzt ganz konkret, es ist 2022, wir sitzen wieder hier beim Digitaltag. Erzähl uns, was ist jetzt in der Stadt Bern gelaufen, in der Kreislaufwirtschaft? Was können wir für Erfolge berichten? Genau, also da würde ich jetzt hier hocken und sagen, wir haben verschiedene Pilotprojekte eben nicht nur entwickelt, sondern auch umgesetzt und Erfahrungen gemacht. Beispielsweise hat das Zusammenführen von einem städtischen Recyclinghof mit einem Secondhand-Laden oder einem Repair-Shop in einer städtischen Liegenschaft wirklich gut funktioniert. Und wir haben dort die Erkenntnisse irgendwie daraus gewinnen und ableiten für ein breites Publikum. Der Masterplan Kreislaufwirtschaft, der steht jetzt mit einem Strauß von Instrumenten, in welche Richtung dass wir jetzt, uns bewegen wollen. Mhm.
Sehr spannend. Ich möchte natürlich auch von dir hören, Fabian. Was dürfen wir nächstes Jahr berichten? Was hat der Smart City Verein mit der Stadt Bern im smarten Kreislaufwirtschaftswegen Bern erreicht? Genau, ist der Smart City Verein, der wird seinen kleinen Beitrag dann geleistet haben. Es ist ja eine Vereinigung von Freiwilligen, oder? Also das ist keine professionelle Organisation im eigentlichen Sinn. Aber wie vorher gesagt, wir wollen eben helfen, die verschiedenen Akteure zusammenbringen. Ich glaube, das ist jetzt genau eine Herausforderung, wo es das braucht. Also es braucht, dass alle zusammenspannen. Ich denke, wir haben in der Stadt Bern und in der Schweiz beste Voraussetzungen. Wir sind sehr gewohnt, zusammenzuarbeiten, Kompromisse zu finden, die lokale Bevölkerung zu involvieren. Und wir haben die besten Voraussetzungen, um eben in der Kreislaufwirtschaft zu brillieren. Und ich möchte noch den Ball von Antonia aufnehmen. Und sie hat natürlich absolut recht. Also, ich sehe es also Kreislaufwirtschaft ist aus meiner Sicht unausweichlich. Das muss man tun, wenn man diese Ziele erreichen will. Und das ist mehr die Frage, haben wir dann den Mut, die anderen wichtigen Entscheidungen zu fällen? Oder? Das ist auf Staatsebene, aber auch auf individueller Ebene, auf unternehmerischer Ebene. Und dann mutig eben die Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft in Angriff zu nehmen. Und eben der Smart City Verein möchte da helfen, die Leute zu motivieren, zusammenzubringen, Innovationen zu ermöglichen, sowohl auf Wirtschaftsseite wie auf Verwaltungsseite. Und ein bisschen vergessen gegangen ist, dass das auch noch einiges zu forschen gibt und herauszufinden gibt, dass wir da erfolgreich sein können. Also da gibt es auch noch vieles zu entdecken. Also von dem her, das ist da unsere Rolle. Ja. Merci vielmal. Merci auch euch allen, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir können nächstes Jahr über ganz viel erfolgreiche, zirkuläre Beschaffungen reden. Die Ernährung hast du ja auch angesprochen in der Stadt Bern. Über erfolgreiche, zirkuläre Startups. Und natürlich sollte das Ganze auch noch smart sein. So, merci euch für euren Einblick in die Kreislaufwirtschaft und in Smart Cities.